Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer du diesen Beitrag hier anschaust, wünsche ich dir. So schön, dass du da bist. Lass uns mal über alte Zeiten sprechen. Lass uns mal über die Schule sprechen. Ich möchte tatsächlich heute dir mal etwas bewusst machen aus unserer Schulzeit, was bis heute Einfluss auf unser Leben hat. Und sobald wir es schaffen, das zu erkennen und damit auch zu lösen, kann es wirklich auch in eine andere Richtung gehen. Deshalb würde ich das mal gern mit dir teilen. Jeder von uns ist ja ein Individuum. Gibt ein großes Ganzes, aber jeder von uns ist natürlich auch ein Individuum mit eigenen Interessen, mit eigenen Fähigkeiten, mit eigenen Talenten, mit einzigartigen Gaben und Stärken. Das war uns auf einer gewissen Ebene auch bewusst, als wir aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt sind und das Licht dieser wunderschönen Welt erblickt haben. Und da das aber dann nie so gefördert wurde, haben wir es natürlich irgendwann vergessen. Das ist in unserem Unbewussten verborgen. Das ist der Grund unter anderem, warum es uns auch nicht gelingt, da wirklich nochmal alleine ranzukommen, warum es einfach Unterstützung von außen braucht, weil ich unterscheide immer gerne zwischen Bewusstsein, Unterbewusstsein und Unbewusstem. Wenn man so Hintergrundwissen sich angeeignet hat, mit dem Unterbewusstsein und dem Bewusstsein sowieso, kann man da noch ganz gut mit sich selbst wirken und arbeiten und auch was verändern. Aber was im Unbewussten verborgen ist, wie der Name es schon sagt, das ist uns sehr unbewusst. So, als wir dann in die Schule gekommen sind, da wurde ja jeder von uns, jetzt läuten auch noch die Glocken hier. Lassen wir uns jetzt nicht davon irritieren. Da wurde ja jeder von uns in eine gleiche Schublade reingesteckt. Jeder von uns durfte sich mit Biologie beschäftigen, mit Erdkunde, mit Mathematik, mit Lesen, mit Latein, mit Englisch, mit Sprachen oder was auch immer. Mit Zeichnen, was wir alles so an Fächer eben hatten. Ja? Und niemand hat kategorisiert, ob wir uns jetzt für Erdkunde interessieren oder nicht, ob wir uns für Biologie interessieren oder nicht. Wir durften uns dieses Wissen aneignen und dann gab es einen Tag X. Ich glaube, so 4 Arbeiten gibt es ja im Schuljahr immer oder sowas. In der Kante ist ja auch egal. An Tag X durften wir in 45 Minuten dieses Wissen abrufen und wurden danach bewertet und beurteilt. Und du gehörst auch zu denjenigen, die sehr feinfühlig, sensibel und wahrnehmend sind. Und egal wie dein Elternhaus damit umgegangen ist, wenn die Note mal eine 3 oder eine 4 oder eine 5 war, du hast dich, gehe ich mal von aus, mit einer 1 oder einer 2 besser gefühlt als mit einer 4 oder mit einer 5. Du hast dich mit einer 4 oder 5 wahrscheinlich auch irgendwie falsch gefühlt, vor allem, wenn es dann auch noch um Statistiken geht, dass der Notendurchschnitt sagte, so und so viel 1er, so und so viel 2er, eine 4, eine 5 und eine 6 ist mit dabei und du gehörtest zu der 4, zu der 5 oder zu der 6. Ja? Da haben wir uns nicht ganz so gut gefühlt. Und so wurden wir einfach nie in unserer Persönlichkeit unterstützt und waren in dieser Schublade drin, sind da in eine Schublade reingesteckt worden. Und das ist so in unserem Zellbewusstsein eingepflanzt. Heute im Erwachsenendasein sind wir deshalb immer noch so sehr unterwegs, uns anzupassen, anderen gerecht zu werden, es anderen recht zu machen und haben zum großen Teil den Zugang zu dem, was uns selbst, zu dem, was dich selbst wirklich ausmacht, verloren. Haben irgendwann den Zugang zu uns selbst quasi abgeschnitten. Und haben angefangen, uns anzupassen. Anzupassen an die Dinge, die üblich sind. Und wenn du das mal so verinnerlichst und erkennst, was wäre, wenn du dir jetzt erlaubst, aus diesem Kasten
auszusteigen und zu beginnen, den Zugang zu dir selbst zu öffnen, zu beginnen, eine Innenschau zu halten und dein wahres Potenzial zu erkennen und zu entdecken und mal all diese interessanten Ansichten, die auf dem Weg dann auch aufkommen, das kann ich jetzt nicht machen, weil, das geht jetzt nicht, weil, das macht man so nicht, weil und, welche Weils und Abers da auch immer kommen. Wenn du das mal alles in Frage stellst und einfach alles mal als interessante Ansicht siehst und dich traust, mal wirklich dein eigenes Ding zu machen, deinem Herzen, deiner Seele zu folgen und so deine eigene Wahrheit findest, deine eigene Authentizität, das, was dich wirklich ausmacht und dich so zurückerinnerst an diesen unsichtbaren Rucksack, wie ich es auch immer gerne nenne, den du mal mit hierher gebracht hast, mit deiner Einzigartigkeit, mit deinen eigenen Gaben, Stärken, deinem einzigartigen Potenzial. Und ich vermute auch mal, dass du auch ganz viel Wissen noch aus früheren Leben in dir trägst, viel Weisheit, sonst hätte ich dich wahrscheinlich auch nicht in mein Universum hier einladen können. Und dass das so immens groß ist, dass auf einer unbewussten Ebene du sogar zum großen Teil Angst vor der eigenen Größe hast, Angst vor dem Erfolg hast, Angst davor, die große Bühne deines Lebens zu betreten. Und das ist so die Diskrepanz auch, das kenne ich alles nur zu gut von mir aus meinem früheren Leben. Auf der einen Seite ist eine Unzufriedenheit da, will man gerne Dinge anders haben. Auf der anderen Seite sind aber so unsichtbare Gummibänder da, die einen immer wieder zurückhalten. Da ist mal ein Lichtblick, es geht in die andere Richtung und dann merkt man doch wieder ein Schritt vor, zwei zurück oder zwei vor und einer zurück. Und diesen Kreislauf gilt es zu durchbrechen. Bitte wisse, du bist einzigartig, du hast ganz viel Wissen in dir, du hast ja wahrscheinlich auch schon ganz viel Wissen hier angeeignet in den letzten Jahren, könntest wahrscheinlich auch Wände zugleistern mit Zertifikaten, Ausbildungen und Fortbildungen und was auch immer du gemacht hast. Und wenn du erlaubst jetzt auch noch diese tiefe Weisheit, die in dir verborgen ist, wo dich bis eben niemand drin unterstützt hat, das auch noch ans Licht zu lassen und das mit all dem, was dir schon bewusst ist, zusammenzufügen und das so zu einem wunderbaren Ganzen entstehen zu lassen. Das sind so die Dinge, die ich auch mit meinen Kundinnen in der Akademie mache, wo wir genau diese Dinge ans Licht bringen und dann vor allem eine Schranke nach der nächsten auch aufmachen, wenn Ängste vor der eigenen Größe da sind, wenn Zweifel nochmal aufkommen, wenn Ängste da sind, wirklich sein Potenzial auf die Straße zu bringen oder wie bringe ich das überhaupt auf die Straße. Das sind alles Dinge, die dich erwarten. Du darfst dich nur dafür entscheiden. Du selbst bist die Schöpferin deiner eigenen Lebenswirklichkeit. Und ich habe heute so einen schönen Ausdruck gehört, das fällt mir jetzt gerade ein. Wer willst du künftig sein? Eine Schöpferin, ein Schöpfer oder ein Geschöpf? Kleines Wortspiel. Das Geschöpf, das lässt andere über sich bestimmen. Der Schöpfer, die Schöpferin, die sind sich dessen bewusst, dass sie sich ihre Lebenswirklichkeit selbst erschaffen und dass sie es jederzeit in der Hand haben, neue Entscheidungen zu treffen, und den Weg zu korrigieren, den Weg zu dir selbst, zu deiner wahren Größe, zu deinem Herzen, zu deiner Seele, zu deiner Mission, dem wahren Grund, warum du hier auf der Erde bist, auf unserer wunderschönen Welt, in der jetzigen Zeitqualität. Die Welt braucht dich da draußen. Wie sehr kannst du es dir erlauben, jetzt weiter in diese Richtung zu gehen? In diesem Sinne, du weißt, wie du mich erreichst, unter dem Video, irgendwo in der Nähe findest du einen Link. Klick drauf, schau, was dich anspricht, folg dem ersten Impuls oder buch da auch gerne erstmal ein Beratungsgespräch, wo wir erstmal hinschauen, wo stehst du, wo möchtest du hin, damit wir auch genau auf dich abgestimmt
ja, schauen können, wie wir dich unterstützen können, wie ich dich unterstützen kann. Und dann freue ich mich auf die persönliche Begegnung mit dir. In diesem Sinne, ciao, ciao.